Das ist Sparta Royal. Spartana, unsere Kämpfer geben alles, um euch unvergessliche Kämpfe zu liefern. Um was Großes zu erreichen, brauchen wir euch. Ihr seid das Herz und die Seele unserer Gemeinschaft. Abonniert unseren YouTube-Kanal Sparta und folgt uns auf TikTok und Instagram. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit euch an die Spitze der Welt zu kommen. Mit jedem Like und Follow stärkt ihr unseren Weg und unsere Vision. Es kostet euch nur einen Klick, aber für uns bedeutet es die Welt. Wir als Veranstalter setzen alles daran, um euch die beste Show zu bieten. Unsere Kämpfer kämpfen mit Herz, mit Seele, für euch, für sich und für uns alle. Unterstützt uns auf Social Media, damit unsere Familie wächst und mehr Menschen von unserer Mission erfahren. Zusammen sind wir unbesiegbar. Wir gehen diesen Weg als eine starke Einheit. Gemeinsam sind wir stark und wir rocken das von Anfang bis zum Ende. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung und genießt jetzt die spektakulären Kämpfe. Herr Dr. Greiner, schön Sie wiederzusehen. Das ist das Zeichen, es kann losgehen. Die Kämpfer sind bereit. Auf geht's! Erstes Halbfinale und ich bitte in die blaue Ecke. Ole, Sanduyo! Hey, I'm on top, really I'm on top. Yeah, whole crew on top, really we on top. Wake up every morning with drive. Been on the grind, know I had to survive. We had to win. Started from the dirt and the rubble. I had to be the needle that was popping your bubble. Letting the air out, walking with a clear route. How we gon' rise today? I'm making mine today, go make yours. Double back and flip the proceeds. Last year on the corner sipping OE. Had to get off the block. Best friend smoking rock. Best man called the cops. Rose from the city that never sleeps. It's the melting pot. I came through with purpose. I never question if it's worth it. Homie, I'm on top. Really, we on top. I'm on top. See me, I'm on top. Homie, we on top. Whole crew on top. I can't stop. I'm on top. See me, I'm on top. I'm on top. I'm on top. Whole crew on top. Really, I'm on top. I never stop. From the belly of the beast, from the streets, had to make it out. I only knew a vacant house. No heat, cold winters. Grew up a winner. I never lose, only learn a lesson. I'm a mutant, master splinter. Past the finning, now my goal infinity. Victorious, mine in the future. My crew rolling DeLoreans. Any person who want war, throw in the gloves. You ready to spar? I've been a rose in the thorns, holding the keys. Time to succeed, now the haters on it. Zweiter Halbfinale und ich bitte in die rote Ecke. Shine!
Erstes Halbfinale, Suat. Sola. Schauen wir mal, was hier abgeht. Suatjain im ersten Kampf einen Knockout geliefert. Halbfinale, Halbfinale. Halbfinale, genau so ist es. Wer ist der Ausgeruhtere von beiden? Die Frage ist leicht. Das ist Solek. Erste Runde Knockout gegen Suat Khalid. Hochmotiviert als Local Hero. Ja. Yeah. Aber Oleg hat auch im ersten Kampf eine gute Partie geliefert. Absolut. Beide unverletzt, keine Blessuren. Ich war gerade im Ring gewesen für den zweiten Grand Prix und dann habe ich schon einige Schwellungen im Gesicht gesehen und das musst du erstmal überwunden oder überwinden, auch für den zweiten Kampf. Aber schöner Vorwärtsgang! Leon sucht den Infight. Deckung hoch. Hat sehr schnell seine Distanz gefunden, aber muss die Rechte kassieren. Und jetzt bitte nicht risikoreich nach vorne einfach nur stürmen. Kühlen Kopf behalten. Ja, Leon muss aufpassen, dass er nicht blind reinläuft. Oleg hat ein gutes Auge. Der weiß, was er macht. Und ist schnell auf den Beinen. Sehr explosiv. Oh, Leon im Bedrängnis. Im Rückwärtsgang. Es scheint so, als würde Leon ein bisschen überfordert sein. So, kurz durchschnaufen. Auf die Stärken besinnen. Weiter geht's. Oh, die Rechte. Komplett durch die Deckung. Ah, was? Ja, so schnell geht's. Wird angezählt. Steht er wieder auf bis 8. Direkt da. Oh, Nase gebrochen. Nase ist er schüttelt komplett den Kopf. Auf der Seite. Er schüttelt den Kopf. Das war das erste Halbfinale und diesmal ebenfalls. Erst Round Knockout. Oleg hat den da richtig niedergeschmettert. So schnell kann's gehen. Let's go. So schnell kann's gehen. Erste Runde. Und Gewinner durch TKO in der blauen Ecke. Oleg Razor Sadullo. Somit kommen wir zum zweiten Halbfinale und auf der Suche nach dem zweiten Finalisten. Und ich bitte in die blaue Ecke, Andrea Carrano. Turning 50s into 100s, turning 100s into G's, into M's. Who are you? Where my friends? I ain't
ass for new ones. If valet parked, it is the blue one. Tryna make moves and we could do some. Expand this life and feel a newness. See, this world is all a future. Stay up on the block, they probably shoot ya. Either from the cops or someone just as ruthless. From the top down, can I live? Just wanna ride in the sun with a top down seat back. One arm on the wheel, like knowledge impact. No worries at all, last night had it all. Today we gon' ball, sorta like. Say it how you feeling right now. Say it how you say it. Show me how I look in your heart. Better look amazing. Better look amazing. Better look amazing right now. Say it how you feeling right now. Say it how you say it. Say it how you feeling right now. Say it how you say it. Show me how I look in your heart. Better look amazing. Better look amazing. Das Halbfinale unseres ersten Kombi mit einem Riesenapplaus. Bitte, unser Kontrahent in der blauen Ecke, Andrea Garrado. Ihm gegenüber in der roten Ecke, André Nikolaev. Und Referee in Charge, Islam Bisayev. André versus Andrea. Ah, es wird spannend. Es wird spannend. Andrea hat im ersten Duell schon einiges an Schweiß im Ring hinterlassen. Ah. Aber er schaut schon etwas geschwächt aus in seinen Schlägen, aber bei ihm weiß man noch nicht ganz genau. Oh, genau, da ist er schon wieder. Kurz angenockt. Das wird interessant, das wird interessant. 6, 7, 8. Aber er steht. André gegen Andrea. Das ist ein interessantes Duell von den Namen her. Aber da kam ein guter Uppercut von Andrea. Von André. Nicht von Andrea. Aber Andrea hält seine Deckung gut jetzt, er hat daraus gelernt. Aber André lässt sich das nicht bieten, er weiß, er muss jetzt auch einen Konter setzen, damit er einen Punktegleichstand hat. Schöne Jabs von André. Ein Körpertreffer von André, der hat ja wohl gesessen. Kurz durchschnaufen und wieder da. So ist es. 1:1 mit Niederschlägen. Eine ausgeglichene Runde. Genau das, was die Spartaner sehen möchten. Darum sage ich immer wieder, unterschätzt die Körpertreffer nicht. Ja, jetzt wird es hier wohl zu einer wilden Prügelerei kommen. André mit der besseren Übersicht, Andrea etwas überfordert von dem schnellen Schlagabtausch. Er sucht das schnelle K.O. Aber wenn du das K.O. suchst, dann wird es dich selbst finden. Schön. Schöne erste Runde. Actionreich. Ich glaube, da einmal Augen zumachen, hast du schon was versäumt. Und los geht's, zweite Runde. André arbeitet sich immer wieder vor mit den harten Jabs. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis hier wieder ein eingesprungener rechter Haken von Andrea kommt. Ja, er vernachlässigt jetzt auch die Deckung. Oh, jetzt gehen wir ins MMA. Schön, gefällt mir. Und
Trotz allem handelt es sich hier bei den meisten um MMA-Kämpfer. Nicht alle sind nur aus dem klassischen Boxen. Die Jungs haben das im Blut. Das kann man ihnen nicht böse nehmen. André arbeitet sich langsam wieder vor, hält eine gute Doppeldeckung, sucht auch immer wieder die Körpertreffer. Ja, die Leute fiebern mit. Man sieht es in den Gesichtern der Leute, die fiebern da mit. Weswegen man es auch begrüßen kann, dass es hier so ruhig ist. Die Leute sind gespannt, sie sitzen auf Nadeln. Sie fiebern mit, sie leiden mit den Kämpfern. Oh. Andrea verlässt die Power. Seine Kraft wird immer weniger. André bleibt kontinuierlich gleich. Andi, was sagst du? Also ich finde, die gehen auch in diesem zweiten Kampf alles aus sich raus. Und ich bin mir nicht sicher, wie will man da bitte, auch für einen möglichen dritten Kampf, die können noch zurückhalten. Ja. Siehst du, Andrea fordert Andrea auf, komm. Stell dich, er will den Infight, ja. Er weiß, das ist seine Stärke. Aber die Runde ging definitiv an André. Definitiv. Ein Knockout 10 in der dritten Runde, Andi. Spartaner, das ist die letzte Runde! Ja, der Veranstalter fordert das Publikum auf. Leute! Unterstützt ein wenig die Kämpfer. Die geben hier alles. Genau. Der Applaus vom Publikum ist, ich sag mal, das legale Doping für die Kämpfer hier drin. So ist es. Aber Andrea sucht wieder den Infight. Das ist seine große Stärke. Er weiß, er muss was tun. Ja, weiß es. Aber keine Deckung. Bietet offenes auch ein, Visier. Genau, bietet auch ein gewisses Risiko. Aber er muss es geben. André wartet nur auf den Freischuss. Immer wieder offenes Visier. Ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die beiden in der Telefonzelle stehen und sich auf die 12 hauen. Bislang macht es aber André sehr geschickt. Längere Reichweite. Hat es gut im Griff. Ja, sehr schön. Ist auch die erste Runde. Boah, herrlich. Schnell zum Kinn. Harter Haken! Da geht der Andrea zu Boden. Was für ein Wahnsinnsschlag. Und steht trotzdem wieder auf. Nimmt sich die Sekunden. Was habe ich dir gesagt, Andi? Dritte Runde. Noch kein Knockout. Kein Knockout. Noch aber immer nicht. Punktetechnisch jetzt ganz, ganz klar. Jetzt kommt das Knockout, pass auf jetzt. Oh! Da werden die Knie schwach. Was geht hier ab? Und wieder ein linker Haken, der trifft ja schon wieder. Wahnsinn, der steht noch immer. Wo habe ich sowas schon mal gesehen? Und jetzt sieht man die Platzwunde ganz deutlich, da tropft es richtig raus. Das gibt es ja nicht. Das tut weh. Aber er will trotzdem weitermachen. Hast du Worte? Er kämpft weiter. Ein Krieger durch und durch. So, jetzt holen wir erstmal Zeit gestoppt. Jetzt unfassbar, oder? Ist unfassbar. Der Ringarzt wird dazu geholt. Und je nachdem, wie tief, wie breit und wie sehr nah am Auge, das ist jetzt wichtig, um weiterkämpfen zu lassen oder um zu sagen, wir hören auf. Und ich glaube, ich sehe schon ein Kopfschütteln beim Ringarzt. Aber normal dürfte das kein Problem sein. Es ist über der Augenbraue oder auf der Augenbraue. Da dürfte es nicht so tragisch sein. Im Endeffekt entscheiden die Ärzte. Und nicht der Kämpfer. Es klingt komisch, ist aber so. Ja? Na, wenn es nach den Kämpfern geht, die kämpfen 20 Runden. Ja. Mit offenen Schädel. Aber die Gesundheit der Kämpfer also, steht an erster Andrea Linie. Macht Zeichen. Er will weitermachen. Das Publikum honoriert das. Ja.
Ja, er muss die Deckung oben halten, das bleibt nicht aus. Er darf jetzt auf keinen Fall den Fehler machen, dass er reinspringt. Ah, sehr schön. Die letzten Sekunden. Ich gehe wieder runter und dann kommen wir mit den nächsten zwei Halbfinalen-Matches für die leichte Gewichtsklasse. Me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss, cause I say it respectfully. It's time to eat up, red like a speeder. Taking it deeper, and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promises meant for me. I know the enemy and that he sent for me. I keep the blood of the lamb as my centerpiece. I cannot trust in no crystals or energy. Look at the chemistry, it do not even mix chemically. Most of the tricks, they be gimmicks. They mimic the truth, it's poison and we got the remedy. There is a bomb, apply it. The fire can stand to the tallest of giants. The tyrant and all the suppliers are scheming. And lying, they selling his dreams and we buying it. Show me the chicken, I'm frying it. Show me the dough and I'm prying it. Ain't never lacking it, so what I'm packing, he taking it, he magnifying it. They say you ain't about it. Tell them that you finna make it, but they doubt it. But God did it. But you rose like the flower. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it.
get it. I just know that I'ma get it. 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 Ayy, I got the drive, the bus, the truck, the gas is stuck. I ain't the one to rely on the luck. I put in work and then he show up. I know it's faith that's in the reps. Ain't no regrets, I do too much. It ain't me if you seein' I stunt. He callin' the plays and I do what he want. This ain't a front, glory to G-O-D. It's what you could do with a mustard seed. It's what you could do when you start to believe. Take fear and you cast it inside of the sea. 100% out of me, cause he gave it all on the tee when he let. Und hier haben wir unser zweites Halbfinale, unser erstes Halbfinale. Jetzt war ich schon verrutscht. Und zwar, wir haben Piotr Dogi Tobolski gegen Magomed Mario. Unser Referee-Charts, Martin Donowski. So, meine lieben Friends, es geht los und zwar Butre gegen Magomed Mario. Die Halle steht Kopf. Butre ein schneller Boxer, Magomed Mario schnurgerade. Butre schon gezeichnet vom ersten Kampf. Magomed Mario im Gegensatz schaut aus wie neugeboren. Ja, die Rötungen und die Schwellungen sind enorm bei Piotr. Musste auch über die komplette Runde Zeit gehen. Aber man sieht schon, der Böttre zieht die Leute in einen schnellen Kampf rein. Du hast gar keine andere Wahl. Magomed Mario lässt sich gerne auf dieses Spiel ein. Immer wieder die geraden Jabs. Das ist seine Stärke. Oh, schön gekontert mit der Rechten. Konter von Böttre, ja genau. Ja, Böttre ist nicht gekommen, um hier zu schlafen. Na. Er will sich die 7000 holen. Ist doch kein unbeschriebenes Blatt. Der Junge hat Erfahrung. Aber ich gebe dir recht, wie gezeigt das Gesicht schon ist, gerade die Schwellung über dem rechten Auge. Unfassbar, der ist schon aus. Oh, schön. Schlagabtausch hier. Die linke von Magomed. Aber der Böttre zieht an am Tempo. Obwohl der Magomed drückt. Wow. Aber schöne lange Rechte. Andi, wie lange kann der Böttre da stehen? Der Junge, der kann stehen. Das ist ja unfassbar. Oh. Da ist der erste Niederschlag. Niederschlag. Kein K.O. Wahnsinn. Ja. Halt dich zurück. Aber ich denke mal, das geht nicht über die kompletten drei Runden. Auf gar keinen Fall. Die haben schon Federn gelassen. Aber der Böttre sucht auch den Schlagabtausch. Und diesen Vorteil, den holt sich jetzt der Magomed. Was für ein Teufelskerl. Pause, erste Runde. Kein Auge zu. At the tail, but that's not by speculation. But the position that I got, I climb too high to fall, but too hard to drop. Andy, Prognose. Ja, für mich geht's jetzt eigentlich in die Richtung, dass Magomed eigentlich in der zweiten Runde die Sache für sich festnageln sollte. Ja, das Publikum hat da hinter sich. Halt dich fest, Andy, es geht los. Und er geht nach vorne. Piotr nur auf einen Konter aus. Aber Magomed hält eine stabile Deckung. Die linke war schnell von Piotr. Piotr ist noch immer nicht abzuschreiben. Er ist noch immer brandgefährlich. Dieser linke Aufwärtshaken von Piotr, der ist ja unfassbar. Oh, und das rechte Auge schmilzt zu bei Piotr. Er ist ein Kämpfer. Er ist durch und durch ein Kämpfer. Aber Schmerzen, Schwellungen, egal. Ich mach weiter, sagt er. Magomed bleibt seinem Konzept treu. Druck machen, boxen. Sucht nicht wirklich den Schlagabtausch. Er macht das taktisch extrem klug.
Was für ein Kämpfer hier. Abstieg mit einer langen Rechten. Auflaufen lassen. Aber Magomed ist auch schon etwas gezeichnet. Dieser Böttre, der gibt ihm keine Ruhe. Was für ein zäher Bursche. Oh, schöne lange Rechte wieder von Magomed. Und trotzdem steht er. Dieser Junge ist ja unfassbar. Der marschiert nach vor. Sieht aus wie ein Explosionsfußball. Ich glaube, der feiert dieses Mal frühzeitig Silvester. So, da wird sogar aus der Ecke oder aus den Ecken lautstark unterstützt. Ja, die Ecke von Böttre fordert, gib Gas, gib Gas. Letzten 10 Sekunden. Aber ich glaube, von den Schwellungen hat Piotr auch die nächsten Tage noch was war's. Davon. Ja, hundertprozentig. Oh. Seine Mama wird ihn jetzt nicht mehr erkennen. So viel steht fest. Und wenn du bedenkst, das ist mit MMA-Handschuhe. Stell dir vor, ohne Handschuhe. I know it's lonely at the tail, but that's not by speculation. But the position that I got, I climb too high to fall, way too hard to drop. Magomed ist ready, der weiß es. Jetzt ist seine Zeit gekommen. Für die letzte Runde. Kein Teil und das wird los. Aus dem richtigen Partei. Jawohl. Das Publikum steht Kopf. Böttre sucht die Körpertreffer und wieder den Infight. Oh. Und schöne Rechte. Schnelle Fäuste von Piotr. Weicht gut aus. Haut nochmal alles raus hier in der dritten Runde. Das muss man definitiv anerkennen. Ja, Respekt absolut. An dieser Stelle. Aber die Deckung von Magomed ist einfach stabil. Zu stabil. Sehr stabil. Da wäre es ratsam, vielleicht mit harten Haken reinzugehen. Er versucht ihn halt immer wieder zu öffnen mit Körpertreffer. Aber Magomed, der weiß Bescheid. Und auch hier, das Publikum steht, hält sich nicht mehr auf den Sitzen. Es wartet eigentlich jeder nur auf einen Knockout. Jawohl, das Publikum steht Kopf, komplett. Lautstarke Magomed-Rufe. Magomed hat ganz viel hinter sich, Böttre. Ganz alleine, aber die Fans, er hat die Herzen gewonnen, so viel ist sicher. Absolut. Und das ist eine Referenz für ihn, vielleicht auch beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Ja, absolutes Kämpferherz. Magomed ballert da rein, was nur geht, aber der Böttre geht nicht runter. Boah, Löwenherz. Oh, schöner Lebertreffer. Oh, Leberhaken. Magomed geht ebenfalls runter. Und wird angezählt. Wird angezählt. Ja, gibt's denn sowas? Was sagst du, wenn das noch eine Zusatzrunde geben würde? Ja. Ich wäre für eine Zusatzrunde, absolut. Und das war's. Mit dem Schlusssignal. Was für ein Match. But that's not by speculation. But the position that I got, I climb too high to fall, way too hard to drop. Für die Zuschauer, das war ein unfassbar enges Ergebnis, denn es gibt insofern keines. Es ist ein Draw, das heißt, wir sehen eine extra Runde. Und nur, was jetzt in der extra Runde passiert, zählt am Ende. Dementsprechend, euer Applaus ist das legale Doping für die Kämpfer. Lasst es rein!
Jetzt ist es soweit. Eine Zusatzrunde, liebe Leute. Die Halle steht komplett Kopf. Meine Stimme wird immer weniger, aber ich kann mich selbst immer zurückhalten. Alles, was jetzt in dieser Runde passiert, ist entscheidend. Und die zwei gehen weiter. Ja, harte Rechte von Magomed Mario. Aber Böttre, der wird sich das nicht lange bieten lassen. Er wird gleich kontern. Böttre lässt etwas nach. Er ist müde, er ist gezeichnet. Aber Magomed Mario, der marschiert weiter vor, macht Druck. Er riskiert doch nicht zu viel. Er bleibt. Oh! Schöner linker Haken von Böttre und er geht nochmal rein. Das ist der Fight of the Night bisher, meiner Meinung nach. Ein unfassbares Duell auf Augenhöhe. Ich glaube, die zwei könnten noch 10 Runden lang kämpfen und es würde keinen Gewinner geben. Eine schöne Rechte von Magomed. Böttre versucht es immer wieder mit den Körpertreffern und rechten Uppercut. Schöne Rechte von Böttre. Beide gezeichnet. Auch Magomed Mario blutet mittlerweile aus dem rechten Auge. Böttre stürmt wieder rein. Auch er sucht das schnelle Ende, damit das Ende endlich hinter sich hat. Zahnschutz raus bei Magomed Mario. Kein Problem. Weiter geht's. Schöne Treffer von beiden. Jetzt sind die beiden in der Telefonzelle. Jetzt ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das Spiel hier vorbei ist. Und das war's, meine Freunde. Sparta Royal. Wir schreiben Geschichte. Das hier ist einmalig. Und Leute, ich sage euch eines. Ich bin absolut begeistert. Mich hält hier nichts mehr. Unfassbar. Ich lasse T-Shirts drucken mit den... Na, mit den Buchstaben unfassbar. Und dann könnt ihr kaufen. Unfassbar. Für Sparta Royal. But that's not by speculation. But the position that I get. Wir machen eine Minute, noch eine extra Runde. Okay, Leute, es gibt noch keine extra Runde. Ja, schau mal. Eine Minute extra Runde. Böttre ballert noch mal kurz rein, aber Magomed zielt eben auf. Ja, Treffer von Böttre. Guter Schlagabtausch von den beiden. Ein Krimi sondergleichen, das hat es ja überhaupt noch nie gegeben in Österreich. Die zwei sind auf Augenhöhe. Guter Körpertreffer, aber gut ausgestoppt von Magomed. Magomed, Magomed geht kurz runter, aber gleich wieder da. Böttre, gib Gas. Magomed bleibt standhaft. Unfassbar, die zwei. Wie ich schon erwähnt habe, die zwei können noch 20 Runden lang kämpfen. Es wird keinen Gewinner geben. Guter Harte! Oh! Ich komme nicht mehr zusammen mit meinem Leben. Unfassbar! Leute, was da passiert, das ist nicht mehr zu fassen. Unglaublich. Das ist Sparta Royal, Leute. Let's go, baby. It's a game, we break through. It's a game, we break through. It's a game, we break through. It's a game, we break through.
chair. But that's not by speculation. But the position that I got, I climb too high to fall, but too hard to drop. Stop. Ich glaube, jeder hier im Multiversum hat gesehen, was für eine unfassbare Aufgabe es gewesen sein muss, für die Punkterichter diesen Kampf zu bewerten. Eine extra Runde und noch eine extra Minute. Was für ein Sinn und was für eine Hingabe. Also nochmal euren Applaus für diese beiden Krieger. Nach fünf Runden haben wir einen Sieger. Und der kommt aus der blauen Ecke. Piotr! So, Judges, könnt ihr noch? Wir kommen nämlich zum zweiten Halbfinalkampf. Für unser zweites Grand Prix. Und ich bitte in die blaue Ecke, Raphael Xavier! Acting like you seen this right here. You be all sus, yeah. I just doubled up on crypto. I just doubled down on the new vest. Chair looking like two checks. Type of money made me wanna two-step. Who next? This week I be on the moon next. Stock going up like 2x. That's a fast flip like suplex. Two realists stepping like a duplex. You bet never lose change, but I do flex on it. All black whip, yeah, my coupe on Onyx. And I get brain like I'm hooked on phonics. Can't get a meaning cause I'm booked till August. And I look like a jet, never switch up. It's evident I gotta pick up where the best left off. And the best dressed out, leave a mess when I step in this bitch, dawg. My whole clique in all black. We all tucks. Tell my ex bitch, give me space. Elon Musk, ayy. Streams got my Q4 looking nice. My VR clutch. Acting like you seen this right here. You be all sus. Look, I just doubled up on crypto. New op out, give me the info. Give me the bag quick. What I gotta be talking rent for. Finna be giving all of that back and then I'm a kinfolk. Making the ends meet, taking a meeting, then I sip slow. Shit, bro, better tell me where the cash at. I been running around the city in the mad black. And they all look amazed like a lab rat. I'm like, whoa, whoa, know that I take them out like ice. She heard all my songs. She know I'm white. I say, woo, that's funny. Hell yeah, fucking right. I don't sip on Sprite. Nah, nah, tea is what I like and see on my own. Yeah, and I just hit the bucks. Whoa. Espresso, but it's triple shot. I don't sweeten it. Y'all getting slapped on cause you sleeping in. Oh God, aside from me, I don't believe in shit. I'm done fucking, but she telling me to leave it in. Lot of blessings piling up that I ain't even wished for. None left over for y'all, I'm locking the fridge door. At the crib, cutting hits. I read through the catalog, came to conclusion, no one's touching this. Just finished the maiden voyage, hopping off the Mayflower. Set up shot to kill them off, whatever the take, pal. Sink the boats, I'm at home. I'm selfish with the goals, I could give a fuck who try and get along. 6'3", you can't look me in the eyes, you ain't grown. Coming up short, reevaluate your goals. What you on, so you still eat beats. I got splits with all the bros, making sure the team eats. And I had a full ton, a whole time, that's a whole grind. Gave myself the credit, bought it to me with no cosign. I don't need a loan, I'm on 10, I'm my own dime. Y'all got no control to type the sign away your whole life still. In the mud up to my neck, I love a spy day. I still lift the world's weight, shoulders showing all gains. Still on one, I'm my off days. Still prefer some color skin over the bronze spray. Looking cool as fuck as I walk away. Get the job done, I'm James Bond and LeBron James. This is not a cosplay, swear I'm living real life. And every time I don't write, when it feels right. They see the win streak, damn that shit is long-winded. I don't see you at the top, you cannot visit. Or the Dave's hot chicken at a crib with some goth bitches. Get me on any beat, you know I'm going off with it. And when my time comes and that shit'll come, know I'm ready. Always hit what I ain't for, bitch, I hold it steady. I feel for anybody trying to step in the way of this. I handle shit by any means, you know that's just the way it is. And when my time comes and that shit'll come, know I'm ready. Always hit what I ain't for, bitch, I hold it steady. I feel for anybody. Mach's gut für euch, ihr habt die beiden schon gesehen. Deswegen große Vorstellungsrunde auch mal ich nicht mehr. Deswegen in der blauen Ecke, Raphael Apocalypse Xavier!
der der Rotecke. Schömlein! Der Tempel! Neu-Siebert! Referee in charge, Martin Kronowski. Leute, es ist soweit. Was? Jamalai gegen Raphael, Halbfinale. Jamalai hat den Kampf in der ersten Runde schon vorzeitig beenden können, seinen ersten Kampf. Eine Schlagmaschine, Raphael, aber ein Kiefer aus Beton. Andi, schön, dass du wieder da bist, sonst pack ich das nicht. Ja, Jamalai sucht gleich den Schlagabtausch. Das ist, glaube ich, ein unfassbar interessantes Match, was wir hier haben. Raphael mit dem Kiefer aus Beton. Jamalai mit den Fäusten, die Beton brechen. Und genau da haben wir schon. Da ist schon der Soldat. Hast du das gesehen, wie schnell das geht? Er hat den Beton gebrochen. Wie erwartet. Und der Gegner, der erholt sich nicht mehr. Der ist Game Over. Jamalai mit seinem nächsten Knockout. Wo kommt dieser Junge her? Der Referee zeigt es an. Wir brauchen den Ringarzt. Ich hoffe nicht, dass das eine schwere Verletzung ist, sondern ein Knockout und dass er sich davon schnell wiederholt. Yo, Mark 9. They really don't think we can keep doing this. They don't think we can keep making hits about cameras. But I'm the cameraman. But I'm the cameraman. Stay creamy. Yeah, started on fighters. Ladies and Gentlemen, wir kommen zur offiziellen Urteilsverkündung. Und wir haben einen Sieger durch K.O. in der ersten Runde nach 37 Sekunden. Champion, The Untouchable, Melchior. Jetzt. Unser erstes Single-Match. Und ich bitte in die blaue Ecke, Marek Rabani! Yeah. Yeah, big time, number 9. Diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind. Smokey in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Try to take it from me. Yeah. Ooh, big time. Big time. Big time. Big time. Telling them grace. Yeah. Hey, ask me how I did it, I'm telling them grace. Ask me how I'm living, I'm telling them great. Ask me how I did it, I'm telling them grace.
Ask me how I'm living, I'm telling them great. New me, no time to waste. Look at me, you see I don't play. I keep running, I'm out of shape. Need a hero, go find a cape. New me, no time to waste. Look at me, you see I don't play. I keep running, I'm out of shape. Need a hero, go find a cape. Ayy, no need for the B-roll. I was masked up, but no hero. Breakfast in the morning, it was cereal and an Ebro. That boy keep going in, I can't let it go, but get lethal. Watch how I'm showing it. From JFK down to Heathrow again, I gotta keep going and I beat the Rico again, I'm going beast mode again. Keep flowing and keep knowing that I've arrived and keep blowing it. Five aside, that bone's growing and man, each time I never blow it, I'm in my prime. Woo, 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 woo. Ask me how I'm living, I'm telling them great. Ask me how I did it, I'm telling them grace. Ask me how I'm living, I'm telling them great. Ask me how I did it, I'm telling them grace. Ask me how I'm living, I'm telling them great. New me, no time to waste. Look at me, you see I don't play. I keep running, I'm out of shape. Need a hero, go find a cape. New me, no time to waste. Look at me, you see I don't play. I keep running, I'm out of shape. Need a hero, go find a cape. No need for the B-roll, I was masked up with no hero. Breakfast in the morning, it was cereal and an Ebro. That boy keep going in, I can't let it go, but get lethal. Watch how I'm showing it, from JFK down to Heathrow again, I gotta keep going and I beat the Rico again, I'm going beast mode again, keep flowing and keep knowing that I've arrived and keep blowing it. Five aside, that bone's growing and man, each time I never blow it, I'm in my prime, whoa. Jahre jung, 1,83 Meter groß, zwei Siege auf seinem Konto. Er kämpft aus Österreich für das Hero Gym. Malek Gumpay! Sein Kontrahent in der roten Ecke, 21 Jahre jung, 1,77 Meter groß. Er kommt aus Österreich und kämpft für das LM Arena Boxing Gym. Sebastian Hürtenleder! Referee in charge, Islam Bisaid. Ja Leute, ist soweit. Sebastian Hinterlehner gegen Malek. Da ist schon der erste Niederschlag von Sebastian. Ja, gibt's das? Rucki-zucki, aus ist. Ein komplett heftiges Knockout, aus ist mein Gegner. Der steht nicht mehr auf. Andi, du kannst schon wieder reingehen. Bevor ich da überhaupt anfange mit dem Kommentieren, ist schon das Knockout. Ich hoffe, den Kämpfer geht es gut. Ja, der hat gesessen. Sebastian macht seine Niederlage von seinem letzten MMA-Kampf gut, den er bei Sparta hatte. Dieses Mal Boxen mit MMA-Handschuhe, schweres Knockout. Malek tut sich schwer, sich zu erholen. Ja, unfassbar. Schwere Bilder, aber wir bedanken uns bei dem schnellen oder Eingreifen und der Unterstützung unseres medizinischen Teams in diesem Sinne. Gute Besserung! Sieger durch K.O. in der ersten Runde und 10 Sekunden, Sebastian Hürtenlehner! Das ist Sparta Royal!